Kuckuck und willkommen zurück zu Minecraft. Ich bin Siegel und ich habe eine Kleinigkeit an meinem Skin noch verändert. Also noch ein bisschen umgepixelt, weil der war vorher einfach ja zu kunterbunt und jetzt haben wir es halt erstmal so hier. Ja, man hat es eventuell auch gerade schon gesehen, ich habe ein neues Intro, also nicht direkt neu, aber überarbeitet. Und ich hatte mir einfach mal die Freiheit genommen, dass das Intro, das ich sonst halt verwende, mal mit transparentem Hintergrund zu rendern und dann einfach, ja, jetzt habe ich im Prinzip die Möglichkeit, alle möglichen Hintergründe dann hier einzufügen, die eben halt direkt aus Minecraft kommen. Und wie man sieht, dieser Baum oder dieser Sapling, den wir hier letztes Mal gepflanzt haben, wächst. Er wächst einfach nicht. Und wenn wir alle Informationen, die wir in der letzten Folge gesammelt haben, zusammenzählen, dann liegt es an diesen drei Holzblöcken, die dort sind. Die Piste ist okay. Die Piste ist okay. Die Piste ist okay. Es ist alles okay. Nur anscheinend diese drei Holzblöcke nicht. Sobald wir die aus dem Weg räumen, würde der Baum wachsen. Das heißt im Endeffekt, wir müssen genau das tun. Ich stelle mir das jetzt ungefähr so vor, dass wir einfach über den, also zwei Blöcke über diesen Blöcken, ja, genau, einfach jeweils eine Sticky Piston haben und die Blöcke einfach standardmäßig noch einen Block nach oben ziehen. Und wann immer jeweils ein neuer Holzblock reinkommt, dass die dann kurz nach unten geschoben werden, dann kann die Reihe in diese Richtung geschoben werden und dann werden die drei jeweils wieder nach oben gezogen. Ich denke mal, so müsste es funktionieren. Ich hoffe es jedenfalls. Wir können es auch direkt mal eben testen. Und zwar, indem wir einfach mal genau diese Blöcke nach oben befördern. Mal gucken, es wird ja nur mit der Bad-Technik etwas schwierig. Also die müssen wir dann wahrscheinlich ein bisschen umverlegen. Mal gucken, wie wir das am besten machen. Und irgendwie ist es gerade recht ruckelig, habe ich den Eindruck. Machen wir mal so hier und... Naja. Also im Prinzip müsst du dann über diesen Block oder hier wo dieses Redstone ist, auch schon eine Piste sein. Könnte also mit der Verkabelung etwas schwierig werden. Ich werde mal schauen, ob ich das irgendwie so weit hinbekomme und ja, dann sehen wir gleich weiter. So, so sieht es jetzt erstmal aus. Also wir haben über diesen drei Holzblöcken jetzt einfach Pistons und ich liebe den Jump Boost. Ich glaube, den will ich nicht mehr missen. Ich glaube, vom Timing her sieht es soweit gut aus. Also, wann immer ein neuer Block ankommt, sprich, wenn immer halt dieser Button-Update kommt, sollten zuerst mal diese drei Blöcke einen Block runtergehen. Danach müsste der neue Block reingeschoben werden und danach sollten die drei wieder hochgehen. Mal gucken. Also, es sieht ungefähr richtig aus. Gegebenenfalls kann man den noch auf Stufe 2 stellen. Aber wir werden es erstmal auf 1 testen, damit es einfach, wenn, dann so schnell wie möglich ist. Und mal gucken. So, also wenn alles klappt, dann sollte einer von diesen Blöcken dann hier landen. Okay, nee, nicht ganz. So sollte es aussehen. Genau. Noch ein Test. Wunderbar. Okay, jetzt, also dadurch sollte dann theoretisch der Baum unten wachsen können. Das werden wir auch gleich noch testen. Ich habe jetzt erstmal vom Timing her hier noch ein bisschen rumgespielt. Diese eine Piste hier wird jetzt nicht mehr direkt hierüber mit dem Signal versorgt, sondern erst hierüber. Aus irgendeinem Grund macht das einen Unterschied, ich habe keine Ahnung warum. Wahrscheinlich ist in irgendeiner Form der Repeater für ein Block-Update verantwortlich. Und hier musste ich das die Verzögerung noch um jeweils einen Tick erhöhen. Also vorher hatten wir hier einfach nur einen Redstone und hier halt einen einzelnen Slab, damit das Signal nicht von oben runterkommt und einen endlosen Kreislauf macht. Also hier halt von 0 auf 1 Tick und hier von 2 auf 3 Ticks. Damit scheint es soweit zu passen. Ja, und jetzt testen wir mal, ob der Baum jetzt wächst.
Unglaublich. Der Baum wächst nicht. Wobei eigentlich klar ist, warum der gerade nicht wächst. Denn ich habe hier dort, um drauf laufen zu können, ein paar Dirtblöcke platziert und die stören ihn natürlich. Aber jetzt müsste es dann theoretisch gehen, weil jetzt ist, wenn ich unsere vergangenen Erfahrungen hier soweit bedenke, eigentlich nichts mehr wirklich im Weg. Und es wächst trotzdem nicht. Mal gucken, wenn wir jetzt mal so nacheinander diese drei Holzblöcke wegmachen. Ich bin gespannt, ob dann was wächst. Jo, Tatsache. Ich habe diesen einen da weggemacht. Müssen wir den dann eventuell noch eins höher machen? Ich meine, grundsätzlich geht's auf jeden Fall. Auch wenn es total lächerlich aussieht und auch total lächerlich ist, dass wir das machen müssen. Aber, naja. Ich denke, das testen wir gleich einfach nochmal. Nur für den Fall, dass wir eventuell einfach nur eine extrem niedrige Wachstumswahrscheinlichkeit oder schlicht und ergreifend Pech hatten mit dem Baum. Aber es will einfach nicht wachsen. Also ist jetzt noch diese hier im Weg, oder wie? Ach doch, es geht. Okay, war also doch nur eine niedrige Wahrscheinlichkeit. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, wir müssen da jetzt noch mehr anfügen und das ganze Ding damit noch eine Spur lächerlicher machen. Aber zumindest die Holzsammlung geht dann schon mal so weit und... Ach ja, schön zu sehen, wie das alles so langsam, aber sicher Formen annimmt. Dann müssen wir uns halt noch auf jeden Fall darauf, oder darum kümmern, dass wir dann auch die Saplings einsammeln, die hier droppen. Also halt die Sache mit dem Minecart, was ich in der letzten Folge bereits erwähnte. Und, oder ich glaube in der vorletzten. Und dann wäre unser Sapling-Sammler soweit fertig. Müssen wir halt nur immer, wenn der Baum wächst, jeweils einen neuen platzieren, aber... das ist, glaube ich, auch wirklich das Einzige, was wir dann hier manuell machen müssen. Und auf die Weise haben wir dann halt nicht nur einen wunderschönen Holzklotz, der auch noch aufgrund der Klotzform, die sich daraus ja bildet, im Endeffekt so ähnlich ist wie das hier. Also haben wir im Prinzip gleich zwei Holzfarmklötze nebeneinander. Yay! So muss das. Aber trotzdem, das mit diesen drei Blöcken, also dass das wirklich nötig ist, ist echt, das ist einfach nur lächerlich. Aber was soll's. Und nicht wundern, dass wir jetzt gerade mal hier in der Alchemie-Technik sind. Ich hatte das Problem, dass uns die Powered Rails so ein bisschen ausgegangen sind. Für den Sapling-Sammler oben auf dem Dach brauchen wir einige. Und ich habe jetzt allein hier schon mal bei einer einzigen von diesen Strecken ungefähr einen Stack normale Rails einbauen können. Dafür hat ungefähr einen Stack Powered Rails zurückbekommen und... Das bei einer einzigen Strecke schon, das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Das machen wir auch bei den anderen Strecken hier mal soweit. Und ja, mal gucken, wie viele überschüssige Powered Rails wir dann am Ende so finden. So, also ich hätte nicht gedacht, dass es so viel dabei rumkommt. Ich habe, glaube ich, inzwischen jetzt alle Bahnstrecken, die so durch den Wohnberg verlaufen, durch. Und wir haben... ungefähr 4 Stacks Powered Rails bekommen. Ich habe jetzt hier schon mal das soweit gebaut zum Einsammeln der Saplings, die hier so droppen. Ich hoffe jetzt nur eines, nämlich, dass dieser Baum überhaupt noch wächst. Und testen wir es doch mal. Habe ich hier noch irgendwelche Sachen, die nicht hingehören? Ich glaube nicht. Nope. Also mit Ausnahme der Bahnstrecke ist eigentlich... alles in Ordnung soweit. Und jetzt wird's nicht mehr wachsen. Sind womöglich die die Booster Rails, also die Powered Rails irgendwie ein Störblock? Das wär's ja noch. Aber ne, das will definitiv nicht wachsen.
Ein Stack Bornmehl verballert. Oder aber ist es einfach nur wieder so, dass die Wachstumschance einfach extrem gering ist? Kann ja auch sein. Schauen wir einfach mal. Ich werde es mal über die nächste Zeit hinweg beobachten, ob der Sapling überhaupt noch wächst. Tja, wenn nicht, dann werden wir eventuell doch noch dazu greifen müssen, den kompletten Boden hier in der Nähe durch Hopper zu ersetzen. Wollte ich zwar eigentlich nicht machen, weil das braucht halt wirklich eine riesige Menge an Hoppern und ich habe nicht mal ansatzweise genug im Moment, aber naja, im Notfall machen wir das. Da schaue ich mal eine Minute nicht hin und schon wächst der Baum auf einmal. Also es geht definitiv, das heißt, die Schienen sind keine Störblöcke, Gott sei Dank. So, jetzt bin ich noch gespannt, ob die Saplings, soweit welche droppen, dann noch aufgesammelt werden. Die sollten dann hier in diese Kiste gebracht werden. Also das Minecart selbst hält zwar nie an, also das fährt einfach nur immer hin und zurück und hin und zurück. Aber es muss eigentlich auch nicht wirklich anhalten, denn in den meisten Fällen wird es wahrscheinlich ein oder höchstens mal zwei Items abliefern. Und ja, die nimmt es auf jeden Fall mit. Es gibt halt nur so ein paar Stellen, also zum Beispiel hier diese Reihe soweit, oder eben halt, wenn ein Item hier auf dem Glas landen würde, da würden sie einfach liegen bleiben. Aber ich denke mal, das geht sich schon aus, weil selbst wenn das passiert, erstmal die Chance dafür ist relativ gering. Okay, das hätte ich jetzt nicht tun sollen. Und dazu, selbst wenn es passiert ist, es gibt ja üblicherweise mehrere Saplings pro Baum, also rein von den Wahrscheinlichkeiten her. Und wir hatten jetzt allein von dem ja bereits zwei Saplings. Von daher, da mache ich mir jetzt nicht so die Sorgen drum. Ich hatte es zu Anfang auch versucht. Also natürlich über den Repeater kommt man hier mit den Schienen nicht, weil der Repeater ist ja doch ein bisschen höher. Und das Minecart würde einfach an dem Repeater geblockt werden sozusagen. Aber man kann an sich, das hat so auch in meinen Tests vorhin geklappt, wenn man die Schienen einfach so verlegt, über das Redstone hinweg. Das geht. Sofern das Minecart genug Tempo hat, kann es da gerade so drüber und wird dann von der nächsten Schiene quasi wieder aufgefangen. Aber gut, es geht auf jeden Fall. Das heißt, unser Sapling-Sammler ist fertig. Yay! So, und da wir jetzt als nächstes dann für die Netherportale, also für unsere Goldfarm, erstmal einiges an Obsidian brauchen werden. Ich habe nicht mehr allzu viel davon. Und ja, dann werde ich erstmal ein bisschen was davon farmen müssen. Ich habe da einen ganz passenden Lava, beziehungsweise inzwischen schon Obsidiansee unterm Haus, also unten auf Minenhöhe halt. Und ja, daran werde ich mich mal machen und dann schauen wir mal weiter, wo wir das so hinpacken, die Netherportale. Denn ich bin mir noch nicht sicher, ob die eher oben oder eher unten sein sollten. Aber ja, mal schauen. So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen was davon. Soweit ich das aus dem Wiki entnehmen konnte, brauchen wir für jeweils das größtmögliche Portal 84 Blöcke an Obsidian. Also sprich, wir können zwei größtmögliche Portale machen und haben dann immer noch ein bisschen was übrig. Und ja, mal gucken, wo wir das hinpacken. Ich denke mal, wir sollten das auf jeden Fall hier oben irgendwo hinpacken, weil auf diese Weise hätten wir dann eine Farm unten im Keller, sprich, wenn wir halt uns irgendwo unten aufhalten, ist dann die untere Farm quasi aktiv und wenn wir halt weiter oben hier im Haus sind, dann wäre die Goldfarm aktiv. Ich sympathisiere so ein bisschen mit dem Gedanken, das eventuell hierhin zu packen. Also natürlich schon hier bei dem Berg an und für sich, aber so ein bisschen von der Etage blau entfernt. Auf die Weise hätten wir dann zum einen nicht ganz so die Geräuschkulisse der Netherportale, denn die empfinde ich als extrem störend. Und mal gucken, eventuell, also wenn wir das halt quasi hierhin packen würden, so in diesem Bereich da draußen, eventuell können wir dann die Items, die daraus hervorgehen, in das Lagerzulieferungssystem leiten, sodass die Sachen dann halt automatisch direkt ins Lager gehen. Sprich, dass die automatisch in den Hopper unter der Kiste quasi gelangen, beziehungsweise in diesen Hopper hier, wobei das auch ein bisschen schwierig werden könnte, rein vom nötigen Platz her.
Mal gucken, aber es dürfte möglich sein. Wir können ja einfach noch hier was anfügen, also hier einen Hopper und dann nach oben. Ja, ich denke mal, das dürfte schon gehen. Das würde ich dann so lösen, dass wir einfach zwei halt Netherportale hätten, mit zwei Blöcken Abstand dazwischen. Und wir würden dann einfach die Zombie-Pikmin, die da runterspringen, durch einen Wasserfluss zu irgendeiner Sammelstelle leiten und die dann dort halt umhauen und deren Loot einkassieren. Naja, mal gucken, was das dann am Ende so gibt und ja, dann sehen wir uns gleich. So, das wäre jetzt erstmal unser Grundgerüst und mir ist gerade eben noch die Idee gekommen, wenn wir schon diese zwei großen Portale nebeneinander haben, da können wir eigentlich auch diesen Platz dazwischen nutzen für zwei weitere Portale, auch wenn die dann natürlich nicht so breit sind, aber auch so hoch und naja, je höher sie sind, desto mehr Spawnplatz gibt's ja auch und also zwar nicht direkt Spawnplatz im Sinne von Blöcke, auf denen sie spawnen können, aber die Chance, dass Zombie-Pikmin spawnen, ist ja höher, je mehr Portalblöcke darin sind. Und ja, insofern, wir haben da jetzt in der Mitte natürlich die Falltüren, durch die sie dann im Endeffekt runterfallen würden. Und dann müssen wir jetzt im Endeffekt noch unter den Falltüren, ich denke mal, erstmal einen Wasserfluss bauen und sie einfach zu einem, ja, zu einer kleinen Tötungskammer, das klingt im Deutschen immer so übel, bringen. Im Englischen dieses Killing Chamber klingt irgendwie weniger schlimm als das deutsche Tötungskammer. Egal. Wobei ich mir jetzt noch nicht sicher bin. Ich meine, wir haben, glaube ich, nicht so arg viele Möglichkeiten, Zombie-Pikmin umzubringen, oder? Entweder Fallschaden oder eventuell ertrinken oder halt Suffocation dadurch, dass sie eventuell in Blöcken sind, also Crusher. Und da unten ist was Grünes. Ach ja. Naja, müssen wir mal schauen, wie wir da hier weitermachen. Und ja, dann sehen wir weiter. So, so sieht's dann erstmal bisher aus. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass wir die Zombie-Pikmin übers Ertrinken einfach töten, genauso wie wir es auch in der Monster-Farm unten gemacht haben. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt die Portale einfach erstmal an und schauen dann mal, ob es überhaupt soweit funktioniert. Und ja, dann können wir uns im nächsten Schritt darum kümmern, die Items, die dann im Endeffekt in dieser Kiste landen, oder besser gesagt in dem Hopper darunter, dass wir die dann hier weg transportieren und ins Lager bringen oder an andere Stellen in unserem Haus. Und jo, also wir haben ja die kleinen Portale in der Ecke. Geht, okay, das große geht auch. Wunderbar, wunderbar. Und dann noch dieses hier und dieses. Okay, ich habe das halt jetzt, um es kurz noch im Detail zu erklären, mir so gedacht, dass die Zombie-Pikmin, ich weiß nicht, ob man das hier so gut erkennen kann, die werden halt, wenn sie runterfallen, in diesen Wasserströmungen sein und hier in der Mitte haben wir dann eine Wasserströmung, die sie im Endeffekt in diesen Raum hier reinführt und auf Kopfhöhe, also wenn sie halt auf diesen Hoppern sind, haben sie dann zwar bei ihren Füßen Luft durch die Schilde, aber auf Kopfhöhe haben sie dann halt Wasser und ich denke, sie müssten versuchen, nach oben zu schwimmen. Ich bin mir nicht sicher, ob die das auch tun. Ich weiß, andere Mobs tun das. Aber wenn sie nach oben schwimmen, würden sie sich hier oben im Endeffekt verkeilen. Und was war das? Ach, das ist schon der erste. Schön. Und theoretisch schwimmt er nicht nach oben. Wobei, ist eigentlich völlig wump, ob der nach oben schwimmt oder nicht. Hauptsache, der bleibt hier drin, damit er ertrinken kann. Und das tut er nicht. Tja, wie machen wir das dann am besten? Jedenfalls, der eigentliche Plan ist, dass wenn die dann ertrinken, dass die Hopper dann halt ihre Items auffangen. Das sind insgesamt 3x3 Hopper. Und eben halt in diese Kiste bringen. Und das hier wird dann wahrscheinlich der Hopper sein, wo die Items abgeholt werden. Also über ein Minecart. Aber wenn ich mir jetzt gerade angucke, wie erfolgreich der sich dagegen wehrt, das
Wobei, na gut, irgendwann scheint es dann doch zu klappen, offenbar. Aber hier sehen wir jetzt auch die Strömung. Ich habe halt nur in den Ecken hier jeweils dann eine Wasserquelle platziert, dass die Zombie-Pigmen, wie wir es jetzt auch sehen, dahin gebracht werden. Okay. Und das funktioniert doch erstaunlich gut. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass wir hier auch diesen Mindestabstand brauchen. Aber anscheinend nicht. Das Einzige, was ich jetzt doch ein bisschen schade finde, ist, dass sie nicht nach oben schwimmen. Eventuell könnten wir hier auf diese Höhe, also vorm Fadenkreuz, quasi noch ein bisschen mehr Glas platzieren, das... wobei ich glaube nicht, dass das wirklich Sinn hätte. Die könnten trotzdem theoretisch zurücklaufen. Aber zumindest tun sie es offenbar nicht, in den meisten Fällen zumindest nicht. Und wann immer sie lang genug hier sind, ja, nehmen sie auf jeden Fall Schaden und gehen dadurch dann irgendwann drauf. So, mal gucken. Schön. Es klappt auf jeden Fall. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das mit den Goldschwertern und so weiter ist. Also, ich persönlich brauche die nicht. Absolut nicht. Und ich weiß halt nicht, ob die als Rare-Items zählen und insofern eventuell nur dann droppen, wenn die Zombie-Pigmen von Spielern getötet werden. Aber ich werde das erstmal jetzt eine Weile beobachten und ich denke mal, wir machen dann einfach in der nächsten Folge weiter. Wir bauen dann also in der nächsten Folge wahrscheinlich den Item-Transport für die Sachen, die hier so rauskommen und ja, dann mal gucken, was wir dann als nächstes machen. In jedem Fall danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.